Das ist auch für den langjährigen Landrat Reinhard Frank eine Neuerung. Erstmals wird die Jahrespressekonferenz in digitaler Form abgehalten, nämlich in Form einer Videoschalte. Der Grund ist natürlich das Hauptthema des abgelaufenen Jahres. Am Vorabend des Lockdowns, dem größten denkbaren Ereignis, das wir in der Nachkriegszeit und insgesamt erlebt haben, ein Herunterfahren der Wirtschaft, wie es in diesem Form überhaupt noch nie gab, blicken wir natürlich ein Stück weit zurück auf Corona, Corona, Corona. Es sind jetzt, wenn ich es überschlage, fast 10 Monate, wo dieses Thema uns jeden Tag begegnet. Doch es gibt natürlich auch zahlreiche andere Themen, die den Landkreis in diesem Jahr geprägt haben. Beispielsweise die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes, die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung ist der finanziell größte Aufgabenbereich im Sozialdezernat. Unser größter Bereich, den wir finanziell haben, mit rund 25 Millionen und 850 Personen, die diese Teilhabe, die finanzielle Teilhabe und die Betreuung in Anspruch nehmen. Einer unserer größten sozialen Bereiche, die jetzt wirklich auf eine ganz andere Grundlage gestellt worden sind, wie ich aber meine, auf eine richtige und wertschätzende Grundlage, die diesem Bereich auch und diesen Menschen auch gerecht wird. Ein wichtiges Projekt ist die Aufnahme des Regionalbahntakts auf der Frankenbahn zwischen Osterburgen und Lauda bis nach Würzburg. Die Vorgabe lautet, 500 Personenkilometer pro Kilometer Strecke zu erreichen. Bislang kann man nur etwa 310 vorweisen. 500 Personenkilometer auf dieser Strecke zu erreichen, war schlicht und ergreifend nicht möglich, weil wir ja nicht nur die Pandemie haben, sondern weil wir am Anfang auch erhebliche Probleme hatten mit Go Ahead und mit Verspätungen und ausgefallenen Zügen. Und da sind wir natürlich dabei, mit dem Land nachzuverhandeln, dass man diesen Regionalbahntakt aufrechterhält, auch nach 23. Das Klimaschutzkonzept des Kreises soll weiter vorangetrieben werden. Auf den eigenen Dienstgebäuden am Wellenberg wurde bereits eine Photovoltaikanlage aufgebracht. Weitere sollen folgen, möglichst auch auf vielen Privathäusern. Es gibt jetzt ab dem nächsten Jahr eine nochmal verbesserte Förderung für Photovoltaikanlagen auf den eigenen Hausdächern. Vor allem dann, wenn man den Strom selber einspeist und selber verbraucht. Und auch da sehen wir noch einen großen Beratungsbedarf und einen großen Markt, dass die Leute sagen, jetzt lohnt sich einfach auch auf meiner Garage eine Photovoltaikanlage anzubringen, wo ich den Strom selber verbrauche, entweder zwischenspeichere oder mein E-Auto in den nächsten Jahren dann dort anhänge. Außerdem hat Bad Mergentheim im dritten Anlauf den Zuschlag für die Landesgartenschau 2034 erhalten. Den Ausrichtern wird ein Zuschuss in Höhe von maximal 5 Millionen Euro gewährt. Bad Mergentheim plant mit Gesamtausgaben in Höhe von über 34 Millionen Euro. Hartnäckigkeit zahlt sich einfach aus, muss man sagen. Und es ist mehr als verdient, dass nach drei Anläufen endlich der verdiente Zuschlag auch Bad Mergentheim erhält. Landesgartenschauen, das sind im Prinzip Turbomotoren für die weitere Stadtentwicklung. Und die Kur- und Bäderstadt hat ein tolles Konzept vorgelegt, wie ich finde, das der Stadt einen Schub geben wird. Und wenn es den Städten gut geht, geht es auch dem Landkreis gut. Dennoch werden auch die letzten Tage des Jahres von einer Pandemie bestimmt werden, deren Ausmaß sich noch zu Beginn dieses Jahres niemand hätte vorstellen können.